Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Agena Trader Helpdesk. Natürlich mit dem passenden Spezialisten an der Seite, Carsten Berger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen von FX Flat zum Webinar heute Abend begrüßen. Der Carsten hat gerade schon so ein bisschen erzählt, was drankommt. Lassen Sie sich überraschen. Wird ganz spannend, denke ich mal. Ich hoffe, ihr auch. Und von daher will ich gar nicht lange drum rumreden und springe aber direkt zum Risikohinweis. Denn egal, was gleich passieren soll, das Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, also es ist keine Handelsberatung, Anlageberatung. Von daher, im Endeffekt ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die getroffen werden muss. Und das ist ganz wichtig von unserer Stelle vorweg zu sagen. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Würde ich sagen, Carsten, Stage is Leg mal yours. los. Zack, zack. Dann Viel schick mal Spaß. rüber. Danke dir. Dann bis später. Ja, wenn was sein sollte, ich bin ja da, ne? Auf jeden Fall. So, dann Bildschirm übertragen. Wie immer muss ich den zuweisen. Und da haben wir das. Und los geht's. Einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite aus. Ich sehe, es sind wieder diejenigen da, die mir immer treu sind. Ja, schönen guten Abend, Micha, kann ich auf jeden Fall sagen. Schönen guten Abend, Jörg. Und ja, Agena Trader Helpdesk ist kein, sage ich mal, normales Webinar in der Form, sondern es ist im Endeffekt ein Support, der live läuft, ne? Und das heißt, es lebt auch von euren Fragen. Und wenn das natürlich jetzt nicht ein technisches Problem ist, dass man sagt, okay, warum habe ich hier keine Daten oder sowas, das ist wahrscheinlich hier in dem Format nicht zu lösen. Aber so einfache Fragen, wo man einfach nicht weiterkommt oder in den Anleitungen des Agena Traders auch nicht so recht das findet, was man sucht, dann kann man jetzt genau hier diese Frage stellen und da bin ich einfach gerne für da. So. Risikohinweis hat er ja schon gemacht, deswegen gehen wir auch gleich weiter. Das bin ich, die meisten kennen mich auch, da würde ich mich auch nicht lange dran aufhalten. Man kann das ja lesen oder auch in der Aufzeichnung, die es dazu gibt, natürlich auch sich anschauen. Und natürlich ganz wichtig, es gibt Kapitel bei der Aufzeichnung dann auch bei YouTube und ihr könnt dann, da sind die Themen so ein bisschen angerissen, um was es geht, dort direkt draufklicken, wenn euch da was interessiert und ihr müsst euch dann halt auch nicht das ganze Webinar anschauen. Ne? Es kann ja auch sein, dass die eine oder andere Frage dort mit dabei ist. So, was erwartet dich heute? Was erwartet euch heute? Na klar, Fragen habe ich ja eben schon gesagt zum Agena Trader. Und das Thema, wie du dir ganz einfach einen Scanner erstellst. Und das ist auch eine zentrale Frage, die immer wieder an mich herangetreten wird, auch aus meiner Gruppe, die Perlentauchergruppe, die ich habe. Dort leiste ich ja auch technischen Support, was den Agena Trader anbelangt, denn die haben den direkten Draht zu mir, 1:1. Und dort lösen wir auch gemeinsam Probleme, die derjenige hat. Aber es gibt ganz, ganz viele Probleme, sich einfach einen Scanner zu erstellen. Und natürlich ist der Agena Trader in der Auslieferungsversion mit den Einstellungen eine Anregung. Aber spannend wird es dann, wenn die Individualisierung ansteht und ihr euren eigenen Scanner erstellen wollt. Was es da alles so gibt, da schalte ich euch mal heute bei mir auf den Agena Trader und dann machen wir mal dort ein paar Dinge, die man dort im Agena Trader erledigen kann. Mit dem Scanner. Wer noch nicht dabei ist und noch kein Konto bei FX Flat hat, was ich wahrscheinlich nicht verstehe, von daher, wer ein Konto eröffnen möchte, der kann sich natürlich auch ein gutes Angebot sichern und zwar, wenn er auf Leistungen und dann auf Services geht, dann kann er sich eine Coachingstunde gratis sichern, wenn er ein Konto bei FX Flat eröffnet. Ja, dann geht ihr einfach auf diesen Button und dann habt ihr die Verbindung und dann bitte schreibt mich an meine E-Mail-Adresse, die kommt gleich danach, damit ich weiß, dass ihr ein Konto eröffnet und dass wir das dann ganz einfach zuordnen können. Das gleiche gilt, wenn ihr den Agena Trader haben wollt, kaufen wollt, mieten wollt, könnt ihr auch über mich, über diesen Link dort hineingehen und auch dafür bekommt ihr eine Coachingstunde gratis. Also, wenn man summa summarum Neueinsteiger ist, anfängt, dann kann man sich hier schon mal zwei Coachingstunden gratis sichern.
Und ich schalte mich dann eins zu eins via Zoom auf euren Rechner und dann können wir dieses Coaching entweder für die Agena Trader Software nutzen, fürs Trading allgemein. Das können wir in einem individuellen kostenlosen Vorgespräch dann schon mal klären. So, das ist die E-Mail-Adresse cb@tradercoach.de. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen oder hinschicken, die ihr beim nächsten Webinar, wenn die etwas komplexer sind, mal behandelt haben wollt, welches Thema ihr hören wollt, einfach da hinschicken und ihr kriegt garantiert auch eine Antwort. So, dann schauen wir mal in den Agena Trader und schauen mal, was da so geht. Dann hole ich den mal darüber. Perfekt, da ist er. Ihr seht, das ist mein Perlentaucher-Arbeitsplatz. Und ich habe den mal erweitert um dieses Webinar-Tab hier und werde hier ein, zwei Dinge jetzt zum Scanner sagen. Wenn nicht schon ein paar Fragen da sind, die könnt ihr natürlich immer hier bei den Fragen hineinschreiben. So, ich sehe, es sind noch mal ein paar Leute dazugekommen. Wunderbar, dann fangen wir auch schon an. Wer bei den anderen Webinaren dabei war, ich glaube sogar beim letzten oder beim vorletzten, der weiß ja, dass ein Arbeitsbildschirm verschiedene Layouts haben kann, logischerweise. Und dass sich hier auf der linken Seite, das ist relativ spartanisch jetzt, die Liste befindet. Die habe ich mit bedacht und wohl ausgewählt jetzt so reduziert, dass nur ein Symbol drin steht. Ja, man kann sich dann hier Listen hineinladen zum Beispiel. Ich sag mal, damit wir mal was zu tun haben, hier den DAX 30. So, jetzt habe ich hier die DAX 30 Werte drin und eine Apple dazu. Und letztendlich kann ich dann hier mich den durchscrollen mit der Taste, entweder von der Maus oder noch schneller mit der Taste nach unten auf der Tastatur und kann dort also im Endeffekt die Liste visuell abarbeiten. So, das ist natürlich das Einfachste, was ich als Liste hier einfügen kann, was dann aber noch kein Scanner ist, sondern im Endeffekt Bestandteil einer List-Chart-Gruppe. Und weil es Gruppe ist, gehören ja immer zwei Charts dazu. Hier ist auch nur einer drin, weil ich habe zwei gelöscht. Wenn euch das mal passiert, dass hier nur ein Chart ist, sonst liegt hier manchmal hier oben rechts einer im Hintergrund. Da ist so ein Viereck. Und wenn ihr darauf klickt, dann seht ihr, wenn da kein anderer Chart kommt, dann ist da nur einer vorhanden. Dann habt ihr vielleicht mal einen ursprünglich gelöscht, weil zu einer List-Chart-Gruppe gehören ja mindestens zwei, weil nur zwei Personen sind eine Gruppe oder drei. Und wenn man alleine ist, ist man halt eher so als Einzelchart unterwegs. So, wie kriegt man da noch jemanden dazu? Einfach hier auf diesen Button klicken. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, aber ein Viereck mit rosa und blau drin. Chart hinzufügen und dann habt ihr einen zweiten dazu und den könnt ihr dann bearbeiten, wie ihr wollt. Aber damit das größer aussieht und besser aussieht, maximiere ich jetzt den großen Chart und ihr seht, aha, wenn ich den wieder wegklicke, da bleibt der im Hintergrund erhalten. Also diesen Button immer mal benutzen, wenn man mehr Übersicht haben will in seiner List-Chart-Gruppe, weil ja das die Liste ist hier links, auch Scanner genannt. In dem Fall ist es eher eine Liste, weil ja noch kein Signal oder so hinzugefügt worden ist. Und auf der rechten Seite dann der Chart. So, da kommt schon eine Frage rein. Gucken, was ich da. Okay. Ja, sehr gerne, Tobias. Habe ich sehr gerne gehalten, das Webinar. Gut, dass es dir gefallen hat. Und die Frage werde ich dir wahrscheinlich, weil sie ein bisschen komplexer ist, per E-Mail beantworten. Schreib mich am besten an. Dann werde ich da nochmal ausgehend drum machen. Ne? So machen wir es, Tobias. Okay. So, also man hat dann hier so eine Liste und dann kann man ja wahrscheinlich, wer hat da schon eigentlich seinen Scanner so fertig, wie er ihn haben will? Würde ich mal reinschreiben. Wenn man schreibt ja, schreibt mal rein einfach bei Fragen ja, dann weiß ich, wer hat den schon so fertig, dass er den auch nicht mehr erweitern will oder fehlt bei irgendjemandem noch etwas. Das würde mich mal sehr gerne interessieren, ob da noch etwas fehlt, was ihr gar nicht reinbekommt in den Scanner oder ob ihr da eine Idee habt. So, wenn man so eine Liste hat,
dann kann man natürlich die auch bearbeiten. Dann gibt es immer zwei Wege im Arjuna Trader. Das ist für diejenigen, die hier Symbole mögen. Das hier oben, das ist der Stift Spalten bearbeiten. Das war, im Moment haben wir nur eine Spalte. Und wer das, sage ich mal, umfängliche Menü lieber nutzt, das mache ich, der klickt einfach mit der rechten Maustaste hier in diese Liste hinein. Dann öffnet sich dieses Auswahlmenü und dann kann man hier auf Spalten bearbeiten sehen und dann sieht man, hat man wieder diesen Stift. Ja, ich arbeite lieber mit den ganzen Anzahl von Menüs. Warum? Weil ich natürlich auch, wenn da Updates kommen oder so, immer dort gleich sehen kann, ob sich dort etwas verändert hat. Bei den Buttons, dann bleibt mir doch vielleicht einiges mal so verborgen. So, klicke ich auf Spalten bearbeiten. Dann öffnet sich hier dieses Auswahlfeld, sage ich mal, und bietet uns die Fülle der Auswahlmöglichkeiten hier auf der linken Seite. Alles, was dort drin ist, kann ich irgendwie nach rechts exportieren, hinüberziehen in die Mitte hier und kann dann dort die Liste in einen Scanner umwandeln und quasi erweitern. Micha schreibt gerade, dass er noch nicht fertig ist. Micha, da muss ich dich fragen, du bist schon sehr, sehr lange nicht fertig, weil du ja auch mal sehr experimentierfreudig bist. Das muss man mal dazu sagen. So. Schauen wir mal von oben nach unten durch, weil es kam letztens auch mal die Frage, wie geht das eigentlich? Die habe ich dann auch per E-Mail beantwortet, glaube ich. Wie kriegt man die Branchen zum Beispiel oder Sektoren in den Scanner zum Beispiel? Ja, das ist auch eine gute Frage. Und dann sind wir gleich hier oben bei Informationen. Also mal aufmachen. Und da sehen wir, aha, das sind alles die Sachen, die unter Informationen abgelegt sind, die wir dann natürlich auch nach rechts hinüberziehen können. Da steht schon das Symbol hier oben. Das sehen wir hier. Das ist quasi das, was ihr denn hier seht. Das ist Symbol. Das sind die Kürzel, die Symbole letztendlich. Mir reicht es persönlich aus, weil irgendwann nach den Jahren, die ich schon an der Börse aktiv bin, über 20 Jahre, da kenne ich die Dinger schon fast auswendig. So ein bisschen Wetten, dass mäßig. In Amerika noch nicht ganz so, weil man kennt schon eine ganze Menge von Symbolen, aber die meisten wollen vielleicht auch den Namen dazu haben. Sieht vielleicht auch schöner aus. Dann nimmt man einfach die linke Maustaste, hält das Ding hier fest, festhalten, festhalten, in die Mitte und loslassen. So, jetzt haben wir den Namen da schon drin stehen. Und immer wenn ein Feld markiert ist, und zwar hier grau oder eine andere Farbe, wenn ihr ein anderes Layout habt, kann es auch eine andere Farbe sein. Also wenn es markiert ist, dann habt ihr auf der rechten Seite die Möglichkeit, hier eure Einstellungen vorzunehmen. Und das ist auch bei sämtlichen Indikatoren so, oder ja, das habt ihr also immer, dass wenn ihr was in der Mitte markiert, dann habt ihr rechts die Möglichkeit, dort Einstellungen vorzunehmen. Das finde ich am Anfang ein bisschen, muss man sich daran gewöhnen. Ja, also ich habe auch nicht von Anfang gewusst, okay, was ist das alles? Was wollen die von mir? Ich habe dann im Endeffekt hier mal die verschiedenen Sachen durchprobiert. Und eins, was bei mir ist, ist, ich mag zum Beispiel diese kleine Schrift nicht. Also im Margina Trader in der ursprünglichen Version, wo sie ausgeliefert wird, da steht die Schriftgröße immer auf der Schriftgröße 8. Das ist zwar schön, man kriegt viele Werte in die Liste, wenn man weniger Platz wegnimmt, aber ich merke für mich auch, dass ich ganz manchmal Probleme habe, auch bei den Zahlenwerten dort, sage ich mal, das zu erkennen. Und da sind wir hier genau richtig. Oh, ja, also Schrift. Und ihr müsst darauf klicken, dann habt ihr hier so drei Punkte am Ende. Und die klickt ihr mal an. Und dann seht ihr, aha, ich gehe mal die Schrift auf 10 und gebe OK ein. Dann sieht man, dass man hier die Einstellung gemacht hat. Und dann ist das schick. Wenn man die Spalte von der Farbe her ändern will, weil jetzt ist der Hintergrund weiß, mag ich nicht so, weil weiß immer sehr viel Kontrast bietet und das ist für meine Augen anstrengend auf Dauer, wenn ich ihn gucke. Deswegen habe ich auch so einen leicht gräulichen Bildschirm. Das entspannt die Augen doch sehr, wenn man nicht andauernd so einen hell erleuchteten Bildschirm hat. Und das ändere ich gerne auch in dieser Spalte. Dann klicke ich hier auch rauf. Dann habe ich diesmal einen Dropdown-Button, klicke da drauf. Und dann kann ich mir hier die Farbe aussuchen, die ich gerne hätte. Nehmen wir mal irgendein Blau.
oder mein schönes Lila, so. So, das habe ich jetzt. Und die Spaltenbreite kann man hiermit definieren. Okay, das muss man sehen. Ob das links oder rechts zugeordnet ist, ist auch klar. Und dann kann man hier noch die Beschriftung ändern. Also wenn Name, finde ich jetzt schon eine sinnvolle Bezeichnung. Man könnte dort aber auch was anderes eingeben. Und dann haben wir das schon fertig. Und dann klicken wir auf Bestätigen und nicht auf OK gleich, weil wenn ihr auf Bestätigen klickt, dann seht ihr das Ergebnis. Dann in der linken Seite sofort. Wenn ihr auf OK klickt, dann macht das Feld wieder zu und ihr fangt wieder von vorne an. Dann ist das zwar drin, aber ihr müsst das Feld dann wieder aufrufen. Spart euch also ein paar Klicks und nehmt einfach Bestätigen. So. Ich weiß, dass ich jetzt nicht den grafischen Designer-Wort finde, aber mit dieser Farbkomposition. Aber ihr solltet es dann nur ein Beispiel. Ne? So, wenn ich jetzt hier rein will und will das hier anpassen von der Breite, dann ist das schwierig, weil dann muss ich das Feld wirklich zumachen, weil ich komme nicht ran, solange das Feld offen ist. Das ist halt der Nachteil, aber wir können ja erstmal ein paar Sachen dort reinziehen, die halt interessant sind einfach. Okay, dann haben wir den Namen. Manch einer weiß nicht, was es ist. Instrumenttyp, ja, ob es ein CFD ist, ob es eine Aktie ist, ein ETF, brauche ich jetzt nicht, gerade nicht im Scanner, wenn es hier ums Traden geht oder so. Also Symbol, Name finde ich schon okay. So, jetzt kommt was ganz Tolles. Instrumenteigenschaften. Da sind wir ganz nah bei dem Thema Branchen und Sektoren zum Beispiel. Also einfach mal mit der linken Maustaste festhalten, rüberziehen. Wieder habe ich hier die Möglichkeit des Einstellens. So, das ist dasselbe. Das lasse ich jetzt aber mal weiß. Und den Fonds nenne ich jetzt auch nicht, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Das bleibt alles das Gleiche. Aber hier habe ich was anderes. Ja? Einstellungen unter General. Und im Moment ist das Ding eingestellt, dass man dort die ISIN-Nummer sieht, also die einmalig vergebene Nummer für ein bestimmtes Instrument, also Anlageinstrument, Aktie zum Beispiel. Aber wenn ich hier auf ISIN klicke, dann kriege ich auch hier wieder ein Dropdown-Feld. Und da mal raufklicken, aha, was tut sich denn da? Da sieht man eine ganze, ganz große Auswahl von Instrumenteigenschaften. Hier ist der Name auch nochmal mit bei. Das Instrumenttyp ist super. Ich kann zum Beispiel eingeben, welche Börse ist das? Ja, mache ich zum Beispiel im Depot oder in meinem Handels- oder Watchliste, damit ich sehe, Mensch, ist das ein amerikanischer Wert oder ist es ein deutscher Wert? Und wenn ich was sortieren will, dann kann ich da relativ schnell sortieren und weiß sofort, oh, ich habe ganz viele amerikanische Werte, die ich handeln möchte. Und dann sollen mir die Deutschen ja nicht vermischt mit den anderen im Weg stehen vielleicht. Das ist halt so eine gute Möglichkeit. Die Währung könnte man dazu nehmen, Margin-Anforderungen, die Tick-Size, Point-Value, Default-Order-Size, Historical Layers und so weiter. Aber was mich super interessiert, ist zum Beispiel hier Main-Sektor. Ja, da habe ich jetzt eingegeben und klicke jetzt mal auf Bestätigen. Und jetzt kommt der Trick dabei. Wir haben nämlich deutsche Aktien. Ja, und da seht ihr, ups, da sind ja nur ein paar Angaben, zyklische Werte von Daimler und ansonsten hier oben Consumer Goods bei Apple. Das System ist so aufgebaut, dass ihr bei amerikanischen Werten die Branchen und Sektoren automatisch mit dabei habt. Bei den deutschen Werten, sind die nicht mit bei, aber die kriegt ihr da rein. Man könnte sie natürlich selbst reinschreiben, das würde ich aber nicht machen. Man kriegt die rein, wenn man zum Beispiel, eine Order aufgibt. Also bei Daimler habe ich schon eine Order aufgegeben in letzter Zeit, bei der Testversion, die ich hier habe. Dann lädt er sich das runter von der TWS und dann weiß der, aha, das ist die und die Branche mit dem und dem Sektor. Ja, also nicht verzagen, das dauert ein bisschen. Meistens weiß ich bei den deutschen Werten, dass sowieso ungefähr aus welcher Branche die kommen. Deutschland hat ja nicht so viel handelbare Aktien wie Amerika. Von daher weiß ich da eigentlich mal Bescheid. Die meisten wissen das wahrscheinlich auch. So, so kriegen wir das da rein. Wir können natürlich auch die Sektoren noch hinzumachen. Dann klicken wir wieder darauf und gehen als Detail-Sektor, machen es mal bestätigen. Und damit ihr jetzt was sehen könnt, ja, dann kann man hier ein bisschen aufräumen, hier oben mit der Maus drüber hovern. Dann seht ihr zwei Pfeile, festhalten, die linke Maustaste und nach links schieben. Dann kann man das hier auch gleich wieder ein bisschen besser aufteilen. So, damit man sieht, zeigen kann mal, wie das richtig aussieht, lade ich mal amerikanische Werte rein, indem man den DAX da raus.
Und nehmen wir den Dow 30. So, zack. Und dann seht ihr, relativ schnell sind alle Dinge mit dabei. Und was man jetzt machen kann zum Beispiel, ist zu sagen, ah, ihr wisst ja aus meiner Perlentaucher-Analyse, wenn ich sage, ups, das ist jetzt hier die Branche, die im Moment super läuft, dann will ich die ja auch handeln. Ja, das ist Technologie zum Beispiel und Finanzen. Dann kann ich ja sagen, ah, sortiere mir das mal hier durch. Dann klicke ich hier oben rauf und dann sortiert sich diese Liste. Ja, wie eine Excel-Tabelle oder einer anderen Kalkulation. So, und dann sehe ich sofort, okay, Basic Materials haben wir hier, Consumer Goods. Und wenn ich tiefer gehe, dann habe ich hier das, den speziellen Sektor nochmal. Ja. Und da weiß ich, ah, okay, das sind die Financials, die fünf Werte. Wenn ich das handeln will, dann kann ich mich natürlich, wenn ich ein Signal bekomme, dann auch darauf beziehen zum Beispiel. Ja. Also die Infos sind zum Beispiel schon mal mega gut. Und so weiß ich auch auf jeden Fall Bescheid. Bisschen besser mit den amerikanischen Werten als bei den deutschen. Kann ich verstehen, dass das ein super Tool ist und dass man das auf jeden Fall vielleicht, wenn man auch auf Investor ist, mit einbaut. Ich habe es jedenfalls bei mir auch mit drin in meinem Tool. Okay, weiter. Jetzt klicke ich mal hier drauf, den Stift. Da sehen wir, welche Dinge wir in die Spalte eben hineingetan haben. Das haben wir schon vier Spalten. Ist schon eigentlich noch kein Scanner, weil wir haben ja nur Informationen, die eingegeben sind und die immer vorhanden sind, statisch vorhanden. Und die fordern wir in Form einer Liste jetzt ab und können sortieren. Das ist schon mal gut. Ne? Den zweiten, sage ich mal, Bereich bei Informationen ist vielleicht noch interessant. Ja, wenn man die Zeit nimmt, dann sieht man, wann der letzte Kurs zum Beispiel aktualisiert wurde. Ja, wenn man mal einen Check macht, aber das brauche ich nicht permanent. Ja. Bid und Ask, okay, Last, Volumen, wer das als Zahl, wen das interessiert, aber mich interessiert das nicht, ob ich jetzt 147.000 Stück gehandelt habe oder 146.000, brauche ich nicht in der Anzeige. Spread, ja, kann man machen. Was ich aber ganz interessant finde, sind die letzten beiden. Das ist einmal Kommentar, das rübergezogen. Das ändere ich immer ganz gerne, da mache ich wieder die Schriftgröße, das wisst ihr ja hier bei Fonds. Und die Hintergrundleiste eventuell ein bisschen anders von der Farbe. Und ich ändere hier oben zum Beispiel mal die Beschriftung auf Info. Ja, das ist für mich zum Beispiel immer ganz wichtig. Da schreibe ich mir rein, hey, welche Earnings sind denn? Oder schreibe mir zum Beispiel rein, welches Handelssignal, welche Gedanken ich dazu hatte. Da kann man relativ schnell etwas hineinschreiben, wenn man sagt, die handle ich jetzt. Ja, da kann man reinschreiben, warum man das tut. Bleibt doch drin bei dem Instrument, unabhängig davon, in welchem Tab ihr seid. Ne? Also egal, ob ihr jetzt hier bei Webinar seid oder hier Intraday oder Longliste bei mir, es bleibt immer dem Instrument zugeordnet. Aha. Hilfreich. Ich mache mal hier auf Bestätigen, dann seht ihr die Infoleiste, geht mal so auf OK, dann kann ich hier reinklicken. Das ist so ähnlich wie bei Windows, wenn man was markieren will, man klickt dort hinein und dann braucht man so einen gewissen Mausrhythmus, zweimal, wenn man schnell macht, geht es nicht. Dann passiert nämlich das. Also wenn ihr zu schnell seid mit der Maus, so ging es mir mal am Anfang, dann öffnet sich hier dieses Feld, was wir gar nicht brauchen, sondern wir wollen ja da reinschreiben, jetzt hier bei Exxon zum Beispiel, und da muss man zweimal klicken, markieren und dann klicken, dann leuchtet hier der Cursor und dann könnt ihr dort reinschreiben, was immer ihr wollt, ja, mein Trade oder so. Und das bleibt dann halt immer da, egal wo die Exxon auftaucht in Marginal Trader. Okay, jetzt haben wir schon mal die sinnvollen, was macht er jetzt? Jetzt will er nicht mehr mit mir sprechen. Jetzt macht er, hängt er sich auf. Okay, keine Rückmeldung. Ich habe wahrscheinlich zu viel geklickt. Jo, das passiert. Jetzt haben wir einen weißen Bildschirm. Jetzt hat er wieder Luft geschnappt. Das passiert manchmal, wenn man hier zu viel klickt in den Listen. Dann braucht ihr ein bisschen Geduld, aber das war jetzt nicht so lange. So, weiter im Text. Info haben wir hinzugefügt und natürlich, was viele interessiert, wenn ich jetzt hier Gewinn und Verlust habe, das ist auch spannend natürlich, Gewinn und Verlust, linke Maustaste rüberziehen und was kann ich hier rechts einstellen? Bei Display, das ist immer das Gleiche, habt ihr das einmal gemacht, dann habt ihr das drauf. Dann könnt ihr hier die Beschriftung ändern, wenn Gewinn und Verlust zu viel ist, dann mache ich das G&V zum Beispiel. Und was aber noch spannend ist, wollt ihr die Menge, also den Betrag wissen, wollt ihr Ticks wissen, Prozent und Risiko. Bei
Bei Prozent muss ich gleich dazu sagen, ich hätte es lieber, wenn es nicht das Prozent sind von meinem Depot, oder? Bei so einem Trade, weil das macht nicht so viel aus. Ich hätte es lieber, wenn ich sehe, was ich bei dem Trade, also das heißt, das investierte Kapital, meinetwegen 3.000 Euro, wie viel Prozent habe ich da jetzt da gemacht und nicht aufs ganze Depot. Vielleicht ändert sich das nochmal. Das ist übrigens noch ein guter Verbesserungsvorschlag. Was ist das hier? Ach, das hängt also mit Optioneneinstellungen noch. Kann man noch zusätzliche Einstellungen machen. Das ist noch dazugekommen. Das wäre jetzt soweit fertig für mich. Und das ist alles das, was Liste ist. Ja, Infos abgreifen und so weiter. So, wenn ich jetzt dieses Feld wieder schließe, dann kommen wir unweigerlich zu den Indikatoren. Und das ist ja auch ein Feld weit mehr als 150 Indikatoren. Ja, die gehe ich jetzt natürlich nicht alle durch. Aber was immer spannend ist, zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich das anzeigen zu lassen. Wenn ich nur einen Indikator hier rein haben will, dann ist das das gleiche Prinzip. Ich gehe nach links und ziehe die quasi nach rechts in die Mitte und kann dann wieder hier etwas einstellen. Das bleibt immer das gleiche Prinzip. Da kann man sich super dran gewöhnen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel, weil er so viel benutzt wird, mal den RSI. Wo ist er? Da ist er. So, festhalten, rüberziehen, zack. Bei den Indikatoren seht ihr jetzt sofort die Anzeige RSI 1 Minute. Das muss euch immer daran erinnern, aha, da ist eine Zeit zugeordnet worden, das ist immer 1 Minute, wenn ihr das erste Mal rüberzieht. Ihr müsst die Zeit ändern. Ansonsten kriegt ihr, wenn ihr ein Tagessignal haben wollt, aber die 1 Minute angezeigt und wundert euch, warum stimmt die Anzeige im Chart nicht mit meinem Signal überein. Ja, dann liegt es meistens daran, dass die Zeit nicht aktualisiert wurde auf die gewünschte Zeit, die ich im Chart auch wieder nachvollziehen kann. Also muss ich hier rechts rüber gehen und als erstes die Zeit einpassen und macht das bitte immer als erstes. Dann habt ihr das. Also hier steht 1 Minute und wenn ich da reinklicke, dann kann ich hier dann Auswahlfeld haben. Und ihr seht hier bei mir ist Heikin Ashi hier mit drin, das habe ich noch hinzugefügt. Das ist nicht mit drin, ansonsten glaube ich, geht es hier bis Monat und dann ist Feierabend. Wenn ihr eine andere Zeiteinheit haben wollt, meinetwegen 3 Minuten, dann findet ihr ja auch nicht hier drin. Dann müsst ihr das im Endeffekt hier oben diesen Pfeil anklicken. Und zwar geht dann darunter noch ein größeres Auswahlmenü auf. Und dann könnt ihr hier oben einstellen, okay, ich möchte gerne einen Tag haben, aber nicht einen Tag, sondern 2 Tage. Ja, und dann checkt letztendlich der Indikator alles, was auf 2 Tagesbasis dort berechnet wird. Ja, das kann man anpassen. Mache ich jetzt nicht, ich lasse es bei einem Tag. So, und dann steht da drunter immer meistens Serie Ausgabewert. Das ist immer bei Indikatoren der Fall, wo ich 2 Parameter habe. Und wer den RSI kennt, der weiß ja, dass der bei Margina Trader letztendlich den etwas schnelleren Linie hat und die Durchschnittslinie. Wieso ähnlich wie beim MACD auch. Und die kann ich natürlich hier auch einstellen, wie ich das möchte. Ja, ich kann auch sagen, nee, nimm mal den Dreier und den will ich gar nicht haben. Ja, wenn ich relativ schnell unterwegs sein will, kann ich einstellen, wie ich möchte. Aber da ich ja 2 Werte habe, einmal die Periode und einmal den Durchschnitt, die Glättung, muss ich dem natürlich sagen, welche Zahl sollen jetzt da angezeigt werden in dem Feld, weil er zeigt ja nicht beide in einem an. Und dafür ist diese Serie Ausgabewert da. Naja, quasi was wie in einer Kasse, wenn er sagt, Mensch, was kriege ich raus? Serie und Ausgabe, was kriege ich raus? Periode oder den gleitenden Durchschnitt? Aha, da steht dann halt drin, RSI oder Average der Durchschnitt. In dem Fall möchte ich die schnellere Linie haben, den RSI. So. Dann kann ich hier oben die Beschriftung machen und sagen, naja, 1 Minute stimmt nicht. Kann ich sagen, RSI, weil ich kann immer was reinschreiben. Ich würde es immer relativ kurz halten, weil je mehr da oben drin steht, desto größer werden die Spalten und so weniger seht ihr vom Chart. Ne? Also von daher sage ich mal, meinetwegen 1D. Wenn ihr nicht 100 verschiedene Zeiteinheiten habt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, welche Zeiteinheit das ist. Am Anfang macht es aber wahrscheinlich der Übersicht halber mehr Spaß, dass man dort
das mit einträgt. So, das haben wir jetzt gemacht und jeder Indikator hat verschiedene Einstellmöglichkeiten. Also hier oben Display, das kennt ihr ja schon. Dann die Farbe, Fond, die Schriftgröße kann man auch ändern, wenn dann die Zahlen zu klein sind. Die Spaltenbreite steht auf 1, das passt sich immer an. Kann man auch auf 2 machen, aber eigentlich lasse ich das immer stehen. Dezimalstellen ist noch interessant, weil wenn es ein Indikator ist, der eine Zahl ausgibt, was ja meistens der Fall ist, dann will ich da nicht 5 Stellen sehen, sondern vielleicht 2 oder in dem Fall gar keine. So, dann kann ich sagen, wann soll der das laden? Das kann ich aber so lassen. Indikator nochmal haben wir, Bars brauchen wir nicht. Das haben wir auch. Den zeitlichen Ablauf haben wir auch. Den Ausgabewert haben wir. Das haben wir. Und jetzt kommen wir da unten hin. Dann hat er noch Ranges. Ihr wisst ja, RSI hat eine obere Linie, die ist bei 70 standardmäßig eingestellt und eine untere bei 30. Man sagt also so ungefähr die Regel. Bei 70 soll man sich langsam darauf einstellen, dass der Markt eventuell wieder zurückkommt und bei 30 umgekehrt, dass er dann im Endeffekt wieder anzieht. So. Das kann ich natürlich auch verändern und sagen, mach mal hier eine 20 draus oder eine 70. Ich kann auch eine dritte Linie eingeben, wenn ich das möchte. Das lasse ich mal so. So, jetzt wäre ja interessant, wenn ich jetzt auf OK klicke, dann habe ich im Endeffekt nur eine Zahl. Also dann steht da drin 68 oder 95 oder 23. Dann weiß ich, okay, je niedriger der Wert ist, desto mehr ist der Wert wahrscheinlich in den letzten 3 Tagen zurückgekommen oder generell in den letzten Tagen. So, aber wenn ich jetzt sage, ich will jetzt eine Long-Air-Situation aufbauen, dann kann ich mir dieses Special, und das ist auch bei jedem Indikator anders, kann ich mir dort eintragen lassen, zum Beispiel, wenn er unterhalb der unteren Linie ist, also kein Cross, also nicht mal eine einmalige Gelegenheit, sage ich mal, sondern ein Zustand. Ich sage dazu mal, es ist ein Basisfilter, wo ich im Endeffekt weiß, er ist drüber oder er ist drunter und nicht ein Cross, der nur an einem Tag stattfindet. Ja. So, dann heißt, dann klicke ich da drauf, ist unterhalb der 30er Linie zum Beispiel. Ich ein bisschen wieder runter und dann kann ich hier die Farbe einstellen. Wenn ihr das seht, dann ist das durchsichtig. Ich stelle jetzt quasi die Farbe ein, die im Scanner dann in dem Feld auftauchen soll. Ja, steht hier transparent und dann sieht man natürlich nichts. Ich will natürlich ein Grün sehen zum Beispiel. Ihr könnt auch jede andere Farbe nehmen. Ich nehme jetzt mal die einfache hier. So eine. So, fertig. Ich könnte mir auch eine Audiodatei letztendlich sagen, ja, hol mir mal ein Bier oder so als Sprachdatei. Sowas könnt ihr mir raufmachen, aber je weniger Firlefanz, desto besser. Und dann sind wir soweit schon durch. Und ich klicke jetzt auf Bestätigen. Ihr schaut mal hier nach links, was dann passiert. Ich hoffe, da passiert was. Aha. Und okay. Und dann sehen wir, warum dauert das so lange? Da lest noch ein paar Bars. Okay. So. Das ist jetzt der RSI mit den Einstellungen, die wir gerade gemacht haben. So. Und das ist die Zahl, die Schriftgröße 8 hat, genauso wie das andere. Also die Schriftgröße finde ich persönlich für mich etwas besser. Aber wie gesagt, ihr wisst ja jetzt auch, wie ihr die ändern könnt. So, jetzt habe ich hier verschiedene RSI-Werte und das sind die Zahlen. Ne? Und der 73er sagt, okay, dann müsste Procter & Gamble etwas angezogen haben vom Wert in den letzten 3 Tagen, ja, im Verhältnis davor, passt. Und wenn ich sage, okay, hier die 3, der müsste etwas zurückgekommen sein. Ja, passt auch. So, und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum leuchtet es grün? Ja, weil wir das natürlich eingezeichnet haben, dass der Wert, wenn er unter 30 ist, also unterhalb dieser Linie ist, dass er dann grün untermalt ist. Und alles, was unter 30 ist, wird grün untermalt. So, das ist ein Indikatorsignal. Diese Möglichkeit hat aber nicht jeder Indikator. Also man könnte sagen, okay, wenn er beim Bollinger Band ist und so, ob der da sowas hat, ihr müsst halt selber gucken, ob die Indikatoren, schon noch mal reinschauen, ob die Indikatoren dann so eine Möglichkeit haben. Ja, der ADX zum Beispiel, der hat auch so ein Special, Ober- und Unterlinie. Ja, der ATR, der hat das nicht. Was sehen wir hier noch? Bandwidth hat das auch nicht. Also im Endeffekt kann man dort nicht so etwas machen, dass ich hier so einen Hinweis bekomme mit dem Grünen.
Und gleich ein Hinweis für die Leute, die eine Mercury-Version nutzen, die kostenlose, die es ja auch bei FX Flat gibt. Das könnt ihr nutzen. Das könnt ihr einstellen. Indikatoren, die diese Special-Funktion haben, könnt ihr dort einbauen. Was ihr nicht könnt, ist ein Signal, eine Condition, ja, aus dem Condition Escort, die erstellt wurden, also ein eigenes Signal geschrieben habt, wo ihr verschiedene Indikatoren zusammen kombiniert, zum Beispiel verschiedene Bedingungen kombiniert. Das könnt ihr dort nicht einstellen. Aber in der Andromeda-Version, so wie ich sie habe, kann ich das natürlich alles nutzen. Okay, so, den Indikator haben wir mal da reingemacht. So, was gibt es noch an Indikatoren, was eventuell anders ist? Man kann zum Beispiel sagen, zeig mir mal an, ob ein Candlestick-Hammer drin ist. So, ziehe ich das Ding rüber, dann sehe ich, okay, einen Tag. Was muss ich machen? Habt ihr gelernt, Zeiteinheit ändern auf den Tag. So, und dann Serie Ausgabe, Pattern found. So, da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. So, funktioniert. Sieht nicht toll aus. Also man sollte vielleicht, hier sieht er ja eine 000 und eine 1. Ja, 000, 000. Ich habe da zum Beispiel keine Farbe dann drunter. Also was ich machen würde, wäre die 5 Nullen wegzunehmen und zu sagen, okay, Dezimalstelle hier oben. 0. Bestätigen. So, sieht schon besser aus. Und jetzt kann ich sagen, okay, was ist denn hier? Ich sortiere mir das mal, weil die 1 wird ja dann nach oben kommen. Ich habe einen Wert und zwar Nike. Die müssten irgendwie einen Hammer haben. So, dann schaue ich mal rein, klick mal drauf. Ja, das ist er. Ne? Also der ist der Hammer, weil das ist die laufende, tickende vom 15. September. Die Börse ist ja offen. Die ist geschlossen und auf Tagesbasis ist es so eingestellt grundsätzlich, dass ich das abgeschlossene Signal von gestern 22 Uhr das dann als Signal bekomme. Ja, also so kann ich das auch machen. Das funktioniert auch. Was aber auch schön ist und schick ist bei Margina Trader und vor allen Dingen beim Scanner, wenn es wichtig, kann natürlich auch meine programmierten Indikatoren natürlich meinen machen. Die Conditions, also die Signale. Die kann ich selber erstellen. Und wenn ihr das hier mal seht, das ist mein Perlentauchersystem. Das sind die Conditions, die im Perlentauchersystem alle mit drin sind. Das sind ein paar mehr, damit man so ein System aufbaut. Alle schön geordnet in einem Ordner. Ja, jede Condition als Seite in einem Ordner, in einer Kategorie. Schön übersichtlich. Ich nehme jetzt mal hier einfach ein Signal, was jetzt von Agina Trader mitgeliefert wurde. Und da haben wir, Momentski, schon mal gucken, wo sind die Dinger hin? Da, Reversal Bars. Ja, das ist auch ein Reversal Bar, den ich, sag ich mal, erstellt habe. Schon lange, lange Zeit her. Gilbert Kreuztaler wird sich erinnern. Ich glaube, das war 2012, 2013. Da nehmen wir mal einen Reversal Long Green Bar. Das ist so ein Hammer. Doppelklicken oder rüberziehen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Eine Minute auf Tag umstellen. Einmal markieren, einmal umstellen auf Tag. So, den Rest lassen wir mal so. Gehe auf Bestätigen und okay. Und der Reversal Bar Green wird keiner angezeigt, weil wir keinen haben. Weil das ist ja ein Reversal Bar, der schwarz ist. Ne? Mal gucken, ob wir den damit reinkriegen als schwarzen Condition, damit wir mal ein Ergebnis haben. Hole ich mir den auch noch mit rein, klickt einfach auf diesen Spalten, auf Konditionen. Dann sucht ihr euch euer Signal aus, entweder was vorgefertigt wurde. Ich nehme jetzt hier Reversal Red Bar, gehe auf einen Tag. Steht hier in okay. Und ich hoffe, der wird jetzt angezeigt. Yep. Da oben. Die Ausgabe, die ihr bei einem Signal bekommt, ist keine Zahl. Natürlich ist es eine Zahl, 1 oder 0. Aber die Zahl, die Werte, die ein Indikator euch ausgibt, ist nicht das gleiche wie ein Signal. Er sagt ja nur, die 1 heißt, ja, alles, was du hier eingegeben hast, trifft zu. In dem Fall zeigt mir einen schwarzen Reversal Bar an. Macht er. Ja, deckt sich auch mit dem Hammer. Aber hier ist noch ein Kriterium, wo wir keinen Hammer haben. Das ist ein anderes Kriterium in dem Signal, was ich da geschrieben habe. Da schauen wir mal da rein. Bei McDonald's habe ich dieses auch als Umkehrsignal definiert. Und dann kriege ich hier eine 1. Könnte also den Markt relativ schnell
auch mit diesem vorgefertigten Signal von Arjuna Trader, dem Reversal Bar, zum Beispiel damit einfach screenen und das hinzupacken. Kann man auch sortieren, dann passiert Folgendes, wenn ihr jetzt eine Liste habt, die viel länger ist als die Anzeige hier, den S&P 500 meinetwegen, dann sortiert ihr euch auch einfach so und dann habt ihr beide Signale oben. Und dann könnt ihr damit arbeiten, egal welches Signal ihr jetzt hinzufügt aus dieser Liste. Ja, hier, Conditions, alles was ihr hier an Signalen habt, hinzufügt, wird immer den Wert 1 oder 0 ausgeben. Als Long-Signal meinetwegen grün oder als Short-Signal rot. Die Einstellung könnt ihr dann im Condition-Escort, wenn ihr so ein Signal erstellt, machen. Wo kommt das Signal her? Kann ich euch auch zeigen, wenn ihr selber welche machen wollt. Das ist aber jetzt hier nicht zu machen in der Zeit. Condition-Escort, da macht man quasi die Signale. Das ist quasi die Signalwerkstatt. Und wenn ihr jetzt mal hier auf Reversal Bar seht, ihr seht, die sind alles toll sortiert und dann geht ihr auf diesen Long Green Bar, dann seht ihr, das ist damit eingegeben. Das ist auch kein Hexenwerk, man muss sich ein bisschen reinfummeln. Und ich war in Mathematik auch nie eine Leuchte, aber mittlerweile kriege ich das hin. Ne? So, von daher, so sieht so ein Signal aus. Und dann, wenn alle diese Bedingungen zutreffen, dann habe ich hier einen grünen Pfeil. Das bedeutet, wenn ich das Signal in den Chart lege, dann habe ich hier unten so einen grünen Pfeil. Jetzt geht es aber darum, das in die Liste zu packen, in den Screener. Und da kann ich, oder Scanner, und da kann ich sagen, okay, mach mir das Signal jetzt nicht in grün, so wie es immer ist, sondern da habe ich wieder die volle Farbauswahl in lila meinetwegen oder sonst wie. Ja, das kann ich machen, indem ich hier Scanner anhake oder deaktiviere. Das ist im Endeffekt dann die Anzeige dort. Also man hat nicht automatisch einen Pfeil, wenn es hier grün wird, dass hier rechts auch ein Pfeil ist. Nee, da muss man sich das Signal erst hier reinziehen, um dann einen Pfeil zu bekommen. Ja. Der Vollständigkeit halber zeige ich das ganz schnell. Wie kriege ich das Signal, quasi hier die 1, quasi hier als Pfeil rein? Dann gehe ich auf Indikator, Conditions. Auch da muss ich dieses Signal mir dann holen, Reversal Bars. Muss ich hier gucken, au, das ist ja viel zu lang hier, dann schiebe ich das einfach ein bisschen beiseite. Wir haben den Red Bar, Reversal Long Red Bar und sage jetzt übernehmen. Ja, hier muss ich keine Zeiteinheit einstellen, weil die Zeiteinheit ist hier offen und passt sich dem Chart, der Chart-Zeiteinheit quasi an. Ja, nehmen wir übernehmen und okay. Und dann sehe ich hier einen roten Pfeil. Und hier unten habe ich gerade, wenn ich jetzt ein Signal ausarbeite, die Anzeige, die ein bisschen komfortabler ist mit dem Haken. Wer den Haken nicht haben will, der klickt nochmal auf Indikator, markiert hier Reversal Bar Long. Der muss hier noch Folgendes machen. Hier unten bei Visual, alles was visuell ist, das Chart Panel auswählen. Hier steht eine 2, das heißt, er steht an zweiter Stelle unterhalb des normalen Charts. Volumen wäre die 1. Das ist die 2 und Chart wäre dann, wenn wir hier raufklicken, Button, wäre dann Chart Panel. Und dann auf Übernehmen und okay. Und ihr seht, jetzt ist hier dieses Ding weg, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite, weil ich dann halt längere Fristeperioden sehe, um dann Signale zu bauen. Jetzt habe ich nur noch diesen roten Pfeil. Den könnt ihr auch vergrößern, verkleinern, andere Farben machen, was ihr wollt. Das ist jetzt endlich das Ergebnis. Aha, dann habt ihr diesen Unterschied. Wir haben jetzt noch 15 Minuten. Das reicht noch auf jeden Fall. Jetzt kriege ich nur ein Signal. Da kann ich nichts dran knüpfen. Ja, wenn ich hier raufklicke, dann kriege ich auch nur wieder dieses komische Chart anlegen. Das brauche ich aber nicht, weil den Chart sehe ich ja rechts zum Beispiel. Jetzt gibt es aber noch eine Möglichkeit. Gehen wir nochmal rein hier, Spalten bearbeiten. Analyzer Escort Spalte. So. Das Ding aufmachen, nach rechts rüberziehen. Was kann die Analyzer Escort Spalte? Das, was wir eben gemacht haben, Reversal One Day hier als 1 oder 0, das ist schon mal sehr hilfreich. Jetzt habe ich aber keine Lust, zwei Spalten dafür offen zu haben, sondern ich sage mir, ich will dann nur eine Spalte haben. Und dann kommt zum Beispiel die Zeit des Analyzer Escorts, weil ich sagen kann, scanne mir alle Signale, die die gleiche Zeiteinheit haben wollen, also in dem Fall Tag, in einer Spalte. Ja, das heißt, ich brauche erstmal die Analyzer Escort Spalte.
Die muss ich auch wieder in die Zeit einstellen. Also bitte immer merken, jetzt gleich am Anfang zuerst das einstellen. Da habt ihr schon mal das Wichtigste, weil die höchste Fehlerquote, die meistens auftritt, dass das dann in einer Minute steht und man will aber ein Tagessignal haben. Das ist natürlich Käse. So, dann haben wir das. Dann können wir, was haben wir noch für schöne Einstellmöglichkeiten? Ja, ihr wisst hier, die Farbe, die wird sich nicht großartig ändern, glaube ich. Da haben sich nichts geändert. Die Schriftgröße, das wisst ihr auch. Da kann ich eine Session zuweisen, da habe ich noch keine, da steht die auf Standard. So, jetzt haben wir das, bestätigen. Jetzt ist die Spalte da drin. So, und ihr seht, es sieht schon ganz anders aus, ne? Ich kriege jetzt zum Beispiel angezeigt verschiedene Signale und der eine oder andere wird sich wundern, was da auftaucht und wie kriegt man das weg zum Beispiel. Aber euch fällt zum Beispiel auf oder mir fällt zum Beispiel auf, die haben verschiedene Farben. Das ist dunkel, dann wird es immer heller, dann steht da eine Nummer hinter. Dann sind verschiedene Signale da. Dann ist hier so ein Pfeil. Was heißt denn das eigentlich? Ja, ganz einfach. Je dunkler die Farbe, desto aktueller das Signal. Ist keine Zahl dahinter, so wie hier, dann ist das ein aktuelles Signal. Ja. Am Hochrhein, das ist ein Projekt, wo der GinaTrader sich selbst seine Positionen aufbaut und man nur noch eine Auswahlliste hat. Aber das nur am Rande. Also wenn es heller wird, dann ist dieses Signal mit der 1. Das heißt, es war in der Vorperiode schon einen Tag alt. Da muss ich halt selber entscheiden, ob das dann noch für mich die entsprechende Rendite abwirft, wenn ich ein verspätetes Signal zum Beispiel handle. Hier sieht man zum Beispiel drei Signale. Das kann man einstellen und zwar im Setup Escort. Würde ich empfehlen, so groß wie möglich zu reduzieren, weil ihr müsst ja wissen, wenn ihr, wir haben jetzt hier gerade mal 30 Werte und trotzdem haben wir relativ viele Signale. Also ich finde das zu viel. Ich würde es gerne reduzieren und zwar nur auf ein Signal an dem Tag oder maximal eins. Wie kriegt man diese Einsen hier und sowas weg? Setup Escort, erstmal merken. So. Dann haben wir hier noch die Pfeile. Wenn man da drauf klickt, dann habe ich ein Dropdown-Feld und das bedeutet, dass zur selben Periode, zur selben Zeit, und zwar dieses Tagessignal, zwei Signale aufgetaucht sind. Ja, das kann man auf jeden Fall dann erkennen. So, dann haben wir das. So, und wenn ich das einstellen möchte, welche Signale ich hier drin haben möchte, dann über den Setup Escort. Also auf Strategien, Setup Escort, da mal draufklicken. Da ist er. Ihr seht, hier ist die Standard-Session. Wenn ich da draufklicke, dann öffnet er sich und schiebt das mal beiseite. Das kann man dann super erkennen. Hier haben wir Entry Escorts. Das sind Signale. Ja, also das, was ihr selber kreiert habt, da sind noch ein paar von mir mit dabei. Müssen aber auch die Reversal Bars dabei sein. Irgendwo sind sie da drin. Da sind sie. Reversal Bar Green, Reversal Bar Red. So, ich nehme mal Red und Green war ja sowieso keiner. Alle, die hier angehakt sind, werden in dieser Analyzer Escort Spalte auf die Zeiteinheit ein Tag gescannt. Ja, wenn ihr mehrere Analyzer Escort Spalten nehmt, dann könnt ihr machen einen Tag, 15 Minuten, 7 Minuten, keine Ahnung. Ob das sinnvoll ist, sei hingestellt, aber man kann es machen. So, aber wir reduzieren gerne immer auf das Minimum, das, was man braucht. Das heißt, alles hier rausschmeißen, was ihr nicht braucht. Reversal Bar wollen wir jetzt quasi mal in der Analyzer Escort Spalte sehen. Was ich nicht sehen will, ist mein Perlentauchersignal. Und ich will auch nicht sehen, irgendwo am Hochrhein. Da ist es. Zack, das will ich auch nicht. Manual Mode bekommt da nicht raus. Der manuelle Modus, der ist halt so. So, das ist Entry Escort. Und hier unten, da steht historische Perioden Analyzer Escort Spalte. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das für eine Zahl? Das ist die Zahl in den Klammern hier hinten. Ja, da steht eine 4 hier und da ist hier die 4 bei meinem Perlentaucher 3 Signal, die euch sagt, hey, vor 4 Tagen war da so eine Sell-off-Situation in diesem Wert von 3 mal M. Fische ich ganz gerne ab mit diesem Signal und das war vor 4 Tagen. Ja. Wenn ihr das weghaben wollt, dann macht ihr einfach hier eine 1 meinetwegen hin. So, und klickt mal auf Übernehmen und okay. So, dann geht das hier nicht automatisch weg. Dann müsst ihr den Agino-Trader mal einen kleinen Schubs geben. Dann geht ihr hier mit rechts rein mit der Maustaste und geht mal auf Analyzer One Day neu laden. Und jetzt fliegen alle die Signale, die
ich gar nicht haben wollte, die aber schon in der Standard-Session quasi in dem Katalog mit angehakt waren, die ich jetzt deaktiviert habe, raus. Ja. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen Reversal Short, den habe ich wahrscheinlich falsch angeklickt, denke ich mal, weil ich wollte ja eigentlich einen Long haben. Da klicke ich gleich nochmal rein in den Setup Escort. Das ist lustig. Ich wollte ja eigentlich den Long Green Bar haben, habe ich den gar nicht genommen. Das passiert. Und den A-Train wollten wir auch nicht haben. So. Ja, na klar. Reversal Bar Short. Reversal Short. Ich habe Reversal Short genommen. Ich muss natürlich Long sein. Es hat mich keiner daran erinnert. Ihr seid doch eingeschlafen. So, die beiden wollte ich haben, Long. Ich habe Short genommen, dann kriege ich auch natürlich die Ergebnisse. Zack. So, wieder mit rechts reinklicken und sagen, neu laden. Und zack, da haben wir die Signale. Und ich habe es gesagt, die dunklen Signale, die dunkle Farbe sagt aktuelles Signal, die helleren sagen, da sehe ich jetzt keine Zahl, weil das die Bezeichnung so lang ist von dem Signal. Deswegen mal aufpassen, wenn ihr Signale erstellt, dass ihr eventuell Namen nehmt. Abkürzung, damit ihr die Zahlen noch seht, sonst müsst ihr die Spalte so groß machen, dass man die Zahl sieht. Aber man sieht ja anhand der Farbe, dass das ein bisschen älter ist. Ja. So. Dann sehen wir hier im Endeffekt den Reversal Bar und da sehen wir ihn Long Green. Den habe ich jetzt nicht drin, aber das ist er. Zum Beispiel, nein, das ist ein roter Pfeil, man kann ja auch einen grünen nehmen, wie man möchte. Also, mit dieser Spalte könnt ihr mehrere Signale in einer Zeiteinheit, und zwar einen Tag, screenen. Das funktioniert ganz gut. Was der Vorteil ist, ist, wenn ich hierauf klicke, bei dem normalen Signal, dann bekomme ich hier Chart anlegen zum Beispiel. Das bringt nichts. Aber wenn ich hierauf klicke, doppelt, dann passiert Folgendes. Dann habe ich hier unten rechts ein Setup drin, und zwar eine Einstiegsorder mit einem Stop in die Long-Richtung. Ja. Hier ist der Stop und hier ist die Einstieg über dem Hoch. Das kann man sich einstellen und wer aufgepasst hat, der weiß das jetzt auch, und zwar im Setup Escort. Strategien, Setup Escort und wir haben den Reversal Bar Long gehabt. Wenn ich jetzt hier raufklicke, gehen wir runter, suche den mal raus. Wo ist er? Reversal Long, Green Bar oder Red Bar? In dem Fall wahrscheinlich Red Bar. Und das markiere ich ja, das ist da an, ist klar. Und dann sehe ich hier, welche Stop oder welche Targets ich gerne noch dazu haben möchte, damit das ist nur die Auswahl. Wenn ich das anhake, dann kann ich das in den nächsten zwei Menüs hier oben mit den Tabs bearbeiten. Also hier ist die Auswahlliste nur, die kann man nichts einstellen, nur anhaken oder nicht. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann habe ich hier unten meinen Reversal Bar Long Red Bar. Ja. So. Und dann, wenn ich es markiere, ist hier rechts die Einstellung. Dann kann ich zum Beispiel sagen, welchen Stop hätten wir denn gerne? Initialstop. Also der erste Stop, wo sich die Positionsgröße meinetwegen berechnet zum Einstieg. Kann ich auswählen. Ist Geschmackssache, strategieabhängig. Dann habe ich hier Hard Trace Stops, also automatisierte Stops, die nachgeführt werden, Software Stops, nochmal ein anderes Thema und natürlich ein Target. Das steht auf No Target, Initial Stop Only heißt ausgeschaltet, ausgeschaltet, ausgeschaltet. Hätte man auch reinschreiben können, ja einfacher. So, dann, wenn ich das einstellen will, noch Parameter gibt es auch noch. Das ist ein extra Thema des Setup Escort. Wenn ich jetzt hier auf Reversal Ballon bei Entry Escorts, Einstieg Escorts hier auf Red Bar gehe, dann habe ich das gleiche Prinzip wie bei den Indikatoren. Links angehakt, rechts Einstellmöglichkeit. Ja. Gibt es auch diverse. Break-Even zu stellen zum Beispiel. Ja. Kriege ich eine Mail, ob ein Signal per E-Mail oder kriege ich eine Ausführung oder kann ich bestelle Risikomanagement nur für dieses Setup machen. Sehr, sehr diffizile Einstellungsmöglichkeiten übersteigt es. Ich wollte nur, dass ihr den Zusammenhang versteht zwischen Setup, Escort und einem Signal. Ja, also mit der 1 kriege ich nur angezeigt, da ist ein Signal mit dem Analyzer Escort Spalte. Ja, wenn ich hier eine Condition reinlege, quasi über den Setup Escort, dann habe ich dieses Setup mit bei, wenn ich da doppelt draufklicke.
Das sieht man auch hier dann, Reversal Ballon Setup und so weiter und so fort. Da kann man das hier verschieben und anpassen. Das Risiko berechnet sich dann, wenn man die Einstellungen in der Risikoverwaltung getan hat. So, ich selbst mag das nicht so, weil ich dann einfach zu viele Signale bekomme und ich arbeite sehr, sehr viel nur mit diesen Anzeigen, weil ich ein Signal bekomme oder eine Filterbedingung. Da will ich ja nur wissen, ob die eingetreten ist. Und die sagt mir ja. Und die Kombination von vielen Signalen sind halt transparenter, wenn ich sie mir teilweise einzeln anzeigen lasse. Um das zu verstehen, gerade in der Anfangszeit, wenn man Signale entwickelt, ist das ein sehr adäquates Mittel, um eigene, sag ich mal, Zusammenhänge zu erkennen. Wenn ich die alle zusammenpacke in ein Signal, hier sowas wie hier, dann werde ich die darunter liegenden Bedingungen oder Kriterien nicht bewerten können, ob das denn so sinnvoll ist, dass ich die überhaupt kombiniere, ne? Um dann halt ein wertiges Signal zu bekommen. Deshalb arbeite ich sehr gerne mit 2, 3 oder 4 Anzeigen in der 1. Ich kann es euch mal zeigen. Bei mir sieht der Screener dann halt so aus. Momentski. So zum Beispiel. Ja, da sind halt viele Nullen und Einsen, aber ich kann halt auf anderen erkennen, aha, okay, das sind gewisse Bedingungen, die haben eine 1 sind ja für Long. Hier weiß ich, okay, die sind alle Käse, die Aktien, weil die alle eine rote 1 haben zum Beispiel. Mit denen würde ich jetzt keine Long-Signale handeln. Dann kann ich die schön sortieren. Das ist diese Full-List-Funktion und habe alle Einsen zum Beispiel oben stehen und kann dann, wenn ich einen Wert habe, die zum Beispiel in die Handelsliste kopieren. Ja, zum Beispiel Pro7, nur als Beispiel, hier auf Handelsliste, zack. Und in der Handelsliste drücke ich dann, dann gibt es bei mir nur die Buttons, zum Beispiel den Buy-Button drauf. Ja, und dann kann ich manuell auch ein Setup reinlegen, was ich mir selbst im Setup-Escort angelegt habe. Das ist der etwas individuellere Weg. Kommt immer darauf an, was man gerne macht. Ich bin da lieber so angelegt, dass ich sage, nee, ich muss jetzt nicht unbedingt auf McDonald's klicken und dann doppelt rein und habe das Setup, sondern ich habe hier den Button, dann passiert im Endeffekt genau das Gleiche. Ne? Aber ich klicke halt nicht irgendwie drauf und habe dann nicht gleich eine Strategie, die ich nicht vielleicht haben möchte, in der Situation gleich aktiviert. So, dann haben wir ja schon mal die hauptsächlichen Kriterien, die man bei so einem Scanner nutzen kann. Listenfunktion. Ja, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Namen und Informationen, also das reine Listenfunktion im Scanner, Instrumenteigenschaften, die wir definiert haben als Branche, dann als Sektor, dann die Info, wo wir halt Kommentare einfügen können. Ja, was habe ich in dem Trade gemacht? Warum habe ich da Lust? Welches Signal war es? Pass auf das Signal, keine Ahnung was. Ja. Gewinn und Verlust, wenn ich halt dort, sage ich mal, das auch als Depotanzeige nutzen kann. Bei mir ist Depot ja hier extra. Da habe ich auch Gewinn und Verlust drin, logischerweise. Das natürlich auch zu nutzen, ist super. Dann die Indikatorsache, die man sich anzeigen lassen kann durch eine Farbunterstützung. Ne, da gibt dann Zahlwert aus und je nachdem, welche Bedingungen ich habe, ist die Linie unterhalb, ist die Zahl unterhalb einer Schwelle, dann wird das halt grün angezeigt oder ein Cross. Das kann ich selber definieren. Dann haben wir gesagt, okay, wir können auch einen Hammer oder so als Anzeige ausgeben, als 1 oder 0. Das geht auch, ist aber keine Condition, sondern eher ein Indikator. Und natürlich können wir das als Signal, als Condition ausgeben lassen. Dann kriege ich hier die grüne Untermalung und eine 1, was heißt, ja, das Signal liegt gerade vor. Und ja, die Krönung, ich kann mehrere Signale in einer Analyzer Escort Spalte hinzufügen über den Setup Escort, anhaken, nicht vergessen, und natürlich dann auch noch einstellen, wenn ich hier doppelt draufklicke, was das Ding alles noch machen soll. Also hier 2 Targets reinsetzen, 3 Targets reinsetzen oder 4 Targets, alles keine Sache. Ja, das geht auch. Oder halt manuell, indem man halt ein manuelles Setup erstellt, was meine Präferenz ist. Okay. Dann 18:59 Uhr, ich sage mal eine Punktlandung, bestimmt ein bisschen schnell für den einen oder anderen, aber dafür gibt es ja die Möglichkeit der Aufzeichnung. Ich hoffe, ich konnte euch das Ding in einer Stunde erklären und ihr kommt ein bisschen weiter. Wenn ihr Fragen habt, stellt die jetzt noch kurz,
dazu, am besten zu dem Thema. Der Tobias weiß ja, er schickt mir eine E-Mail, damit ich weiß, von wem es kommt. Und dann kann ich da auch nochmal auf die Frage explizit antworten. Ansonsten bin ich soweit durch. Aha. Wann ist die Aufzeichnung online? Ja, das ist eine Frage von FX Flat. Ich rendere das Ding ja selber auch und stelle es bei mir auch noch auf meinen YouTube-Kanal. Also mal sehen, wer schneller ist. Ja, ich denke morgen bei mir auf jeden Fall, also bei FX Flat. Ja, das ist ja super. Wenn nicht, ziehe ich es mir von euch noch und stelle es bei mir auch noch mal rauf. Dann haben wir auf jeden Fall relativ schnell, Roland. Kriegen wir hin, kein Problem. Ja, das war es für diesen Monat. Ich glaube, wir sehen uns im Oktober auf jeden Fall auch wieder. Das müsste auch wieder so die Mitte im Oktober sein. Ist ja immer mittwochs. Wenn ihr euch angemeldet habt, kriegt ihr auch die Benachrichtigung. Und ihr könnt gerne mir schreiben, welches Thema ihr behandelt haben wollt. Das ist natürlich auch gut. Ich suche mir natürlich immer noch was aus, falls jetzt nicht unbedingt spezielle Fragen kommen. Ich denke, es bleibt einfach spannend. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und bleibt dem Agina Trader gewogen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie an mich oder an FX Flat. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Carsten. Auch von unserer Seite, von FX Flat. Vielen Dank an die Teilnehmer. Und natürlich auch Dank an dich, Carsten, für die Erklärung vom Scanner. Von daher, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao.